Auf jeden Fall sind Mücken in diesem Jahr ein echtes Problem. Es sind so herrliche Sommerabende, man sitzt draußen und dann boah, kommt der Killerangriff der Mücken, die manchmal so groß wie kleine Hubschrauber sind. Also wir müssen einfach was tun. Wir haben zum einen einen Mückenatlas bei uns im Internet reingestellt. Da können Sie mal gucken, wie schlimm es bei Ihnen statistisch in der Gegend ist. Bei uns aldbuffet.de einfach gucken. Und dann schenken wir Ihnen heute die Sommerabende zurück. Das heißt, Melanie Wenzel, unsere Heilpraktikerin, tut das. Du hast auf ganz natürliche Art Repellents, Mückenabwehrsubstanzen. Zum einen was für die Duftlampe. Mhm. Das versprühen wir um uns rum. Und das andere ist auf die Haut, so richtig direkt aufzutragen. Richtig. In Kombination oder reicht eines? In Kombination, auf jeden Fall. Man sollte direkt auf die Haut was auftragen und dann auch noch für eine Umgebung sorgen, die die Mücken vielleicht auch nicht unbedingt mögen. So gut finden. Genau. Wir haben hier so eine total penetrante Wespe. Würde es gegen die auch helfen? Das schauen wir gleich mal. Geh mal her. Wenn genau. sie weg ist, hilft's. Genau. Also du hast hier schon mal angesetzt, was? Ein Töpfchen mit Wasser. Genau. Wir brauchen ein Wasserbad. Wir schmelzen nämlich erstmal Kokosöl. Kokosöl sieht man jetzt ganz schön, hat einen ganz niedrigen Schmelzpunkt. Das heißt, es ist uns hier in der Sonne schon mal, kannst einmal schon den Finger einmal reingeben. Also im Grunde könnte man sich die Schmelzorgie jetzt sparen, man stellt sie in die Sonne. Man stellt sie in die Sonne, das reicht eigentlich schon aus. Riecht total aber schön nach Kokos, ja. Um den Rest einfach auch noch zu schmelzen, machen wir es einmal ins Wasserbad. Kokosöl ist erstmal ein pflegendes Öl. Das heißt, es ist angenehm auf der Haut. Es hat von Natur aus einen ganz leichten Sonnenschutzfaktor. Ja. Es hat eine leicht entzündungshemmende Wirkung. Und es hat eine insektenabwehrende Wirkung von Natur aus. Ja. Die verstärken wir allerdings jetzt, indem wir etwas hinzufügen, was noch stärker insektenschützend ist. Und das ist Neemöl oder auch Neemöl genannt. Ups. Ich gebe es einmal zum Riechen rüber. Oh, liebe Kokos. Genau. Es hat so was Muffiges, ne? So ein bisschen was. Ja. Es ist nicht ganz so angenehm. Ja. 3 Gramm brauchen wir. Moment, ich mache das nämlich mit der Pipette. Es ist ein bisschen auch vom Siedepunkt her, also es wird relativ schnell etwas klumpig, sag ich mal. Aber das ist, wenn man einfach unter warmes Wasser hält, geht das ganz schnell wieder. Ich bin das aber auch soll heute nicht sein. Nee. So, das Neemöl hat aber den tollen Effekt, das ist nachweislich, der Neem oder Neembaum kommt aus Indien. Ja. Und da wurde es lange Zeit wirklich schon getestet, dass man merken konnte, nicht nur stechende Insekten abwehrend, sondern auch wirklich Spinnentiere, Zecken. Und auch meine Kinder kennen das immer, wenn Alarm, Läusealarm ist in Kindergarten oder Schule, gibt es immer Neemöl, einen Schluck mit ins Shampoo und damit werden die Haare gewaschen und die Läuse mögen es überhaupt nicht. Aber deine Kinder auch nicht, habe ich vorhin rausgehört. Sie leider auch nicht, aber das Gute ist, der Geruch verfliegt relativ schnell, wenn die Haare wieder trocken sind. Und es macht die Haare, es ist stark pflegend. Das heißt, sie haben wirklich seidiges, glänzendes Haar danach. Mhm. Und dann fanden sie es eigentlich doch gar irgendwie nicht mehr so schon wieder ganz cool. Ja, genau. Sehr gut. Also wirklich ein ganz stark insektenabwehrendes Mittel, Neemöl. Aber so jetzt, wenn ich in den Wald rausgehe und weiß, da ist die Zeckenpest, kann ich Neem auch pur auf die Haut auftragen oder ist das zu heftig dann? Wenn man es verträgt. Man muss wirklich immer gucken, hier, weil man kann gegen alles allergisch sein. Und wenn man es verträgt, ich würde es trotzdem ein bisschen verdünnen, zumindest 1:1. Mhm. Ne, also ganz pur nicht. Wir geben noch 25 Tropfen Lavendel hinzu. Oh, zum einen für den Duft. Genau, einfach für den Geruch. Zum anderen, weil Lavendel auch ein Duft ist, den Mücken nicht besonders mögen. Okay. Das Ganze verrühren wir gleich wieder. Und dann kann man das Ganze abfüllen, entweder in so ein schnödes Marmeladenglas oder ein hübsches Cremedöschen. Ja. Das ist ganz egal. Und das damit Kokosfett wird dann wieder fester und das heißt, ich habe es dann fast wieder so streichfähig. Ja. Ich gebe es einmal so zum Tunken und Riechen rüber. Genau. Durchaus angenehm. Es kommt es noch leicht Lavendel. Das Neem, aber das Lavendel ist einfach stärker. Ja, ja. Kokos und das und ist Lavendel wirklich was, stärker. Wenn man bei den ätherischen Ölen sagt, es verfliegt einfach relativ schnell. Auf der Haut nicht. Das Kokosöl und auch das Neemöl bleiben auf der Haut. Und man kann sagen, ungefähr bis zu 12 Stunden ist man wirklich geschützt. So ist es. Und da kann ich auch Kinder, Schwangere, im Grunde nicht alle, für Kinder unter 3 Jahren, weil das Neemöl, wie gesagt, von Kleinkindern weiß man mit der Verträglichkeit nicht.
Ein Tipp noch, wenn es wirklich schwerpunktmäßig um die Zecken geht, statt Neemöl Schwarzkümmelöl nehmen. Kann man auch bei Tieren ins Fell einarbeiten. Das ist wirklich, bei Zecken würde ich das, genau, das mögen die wirklich gar nicht. Und im Internet, liebe Melanie, haben wir auch noch das Duftöl. Wenn sich das jemand zusammenmischen möchte, ist im Grunde auch nicht weiter schwierig. Das tut man in so eine Duftlampe. Erst einschmieren und dann daneben das Duftlämpchen. Doppelt hält auf jeden Fall besser. Genau. Total angenehm. Schmiert auch schön, wunderbar. Ne? Ich danke dir sehr dafür.